Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Ich bin Eva und ich habe heute den gesamten Vormittag im Bett verbracht, um für euch Acht Nacht von Sebastian Fitzek rezensieren zu können. Viel Spaß damit! Genau, Acht Nacht von Sebastian Fitzek ist ein Thriller aus dem Drömer-Knauer Verlag, den ich jetzt gelesen habe. Es ist noch gar nicht so lange her, genau auf der Buchmesse ist er bei mir eingezogen und jetzt habe ich ihn gelesen und ich glaube, ich habe gerade meine Woche gebraucht und schon habe ich ihn durch. Dieses tolle Cover bringt das Buch mit sich und da steht auch schon drauf Bestseller-Autor, Spiegel-Bestseller-Autor vor allem. Und mein erstes Fitzek-Buch habe ich tatsächlich letztes Jahr gelesen. Also so lange bin ich noch gar kein Fitzek-Leser, aber ich habe schon einen sehr großen Narren an seinen Büchern gefressen und werde hoffentlich bald noch weitere lesen. Heute steht aber Acht Nacht im Fokus und ich habe mich für dieses Buch entschieden, weil es auf dem Film The Purge basiert. Also Sebastian Fitzek ist von diesem Film natürlich inspiriert worden und hat daraufhin diese eigene Geschichte entwickelt. Und ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Todeslotterie. Sie könnten den Namen eines verhassten Menschen in einen Lostopf werfen. In der Achtnacht, am 8.8. jeden Jahres, würde aus allen Vorschlägen ein Name gezogen. Der Auserwählte wäre eine Achtnacht lang vogelfrei, geächtet. Jeder in Deutschland dürfte ihn straffrei töten und würde mit einem Kopfgeld von 10 Millionen Euro belohnt. Das ist kein Gedankenspiel, sondern bitterer Ernst. Es ist ein massenpsychologisches Experiment, das aus dem Ruder lief und ihr Name wurde gezogen. Darum geht es in diesem Buch. Kurz zu den wichtigen Eckdaten. Das Buch kommt aus dem Drömer-Knauer Verlag, habe ich ja bereits erwähnt. Es hat ganze 12,99 € gekostet und ist eine broschierte Ausgabe, total edel. Und wann ist es denn erschienen? Und es ist erst im März 2017 erschienen, also passend zu der Buchmesse in Leipzig. Kommen wir zu der Story. Wow, also am Anfang verfolgt man einen Charakter, der noch gar keine Ahnung von der Achtnacht hat. Es wird eine normale Geschichte gestreut, sie beginnt und man denkt sich so, hä, was ist jetzt mit der Achtnacht? Es kommen schon so ein paar Daten rein, was das Datum betrifft und Uhrzeit und so und man denkt sich schon so, aha, steht ja 8.8. drauf, mal abwarten. Ja, und dann schnips, geht's auch irgendwie schon los. Es ist super spannend geschrieben. Jeder, der Sebastian Fitzek schon mal gelesen hat, wird wissen, dass er einen absolut genialen Schreibstil hat und dem bleibt er sich auch hier in Achtnacht treu. Meiner Meinung nach war es fast schon eine Steigerung von Das Paket. Das Paket hat mich nicht so sehr vom Hocker gehauen, wie es dieses Buch jetzt getan hat. Auch wenn es mir natürlich sehr gut gefallen hat. Aber der Schreibstil ist natürlich unvergleichlich, Sebastian Fitzek, und er hat es einfach drauf, Spannung zu halten. Es werden verschiedene Charaktere mit ins Boot geholt, sodass wir sie aus der RCS-Perspektive verfolgen können. Zum einen ist er der Ben. Ben ist so die Hauptperson schlechthin, würde ich jetzt mal sagen. Dann kommt aber noch eine zweite weibliche Rolle dazu. Dann kommt noch ab und zu mal ein kleiner Gegner mit dazu. Und insgesamt haben wir, glaube ich, 4 Personen, eventuell 5 Personen sogar, wo wir ab und zu mal einen Blick reinkriegen. Es ist aber tatsächlich nicht kompliziert. Also es steht immer oben drüber, bei wem wir gerade sind. Es gibt immer eine Uhrzeit. Das finde ich richtig gut, dass wir da eine Uhrzeitangabe haben. Und wie lange die Achtnacht noch vorangeht. Wie lange sie einfach noch dauert, bis der Horror vorbei ist, sag ich mal. Und es sind halt immer die Personen, die für uns, für die Story als Leser gerade am wichtigsten sind, wo wir die wichtigsten Informationen herbekommen, damit wir einfach möglichst im Bilde sind von dem, naja gut, das was wir wissen sollen. Wir wissen nicht alles tatsächlich, ne? Das wäre ja auch blöd, aber es ist dann am Ende nochmal so ein Clou, der so aufplatzt, so. Aber wir werden natürlich immer an der wichtigsten Stelle sein als Leser.
Was mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen hat, waren die relativ kurzen Kapitel. Wir haben manchmal Kapitel, die hatten nur 3 Seiten. Dann hatten wir auch mal wieder Kapitel, die haben natürlich dann so 10 Seiten gehabt oder so, aber es war eine super angenehme Länge. Ich lese ja super gerne kurze Kapitel und dann bin ich auch echt so, dass ich sage, ich lese lieber 10 kurze Kapitel als ein langes. Und das hat mir hier super schön den Lesefluss ermöglicht. Und die 400 Seiten, es sind genau 400 Seiten, waren super schnell weg am Ende. Ich habe am Anfang ziemlich viel gelesen und jetzt am Ende nochmal einen kleinen Run hingelegt. Es hat mir super gut gefallen und gerade das Ende hat es natürlich nochmal in sich. Es sind tolle Charaktere mit dabei. Ich finde gut, dass so eine wirklich emotionale Story mit da drumherum gebastelt wird. Und es sind am Ende tatsächlich keine großen Fragen mehr offen. Wir werden mit jedem Stückchen gefüttert und zufrieden zurückgelassen, kann ich jetzt mal behaupten. Klar, es gibt so ein leichte, man kann jetzt nochmal überlegen, was passiert, so man kann sich selbst noch ein bisschen was dazu dichtet, aber es hat mir sehr gut gefallen, dass am Ende so ein schöner, runder Abschluss entstanden ist, auch wenn es letztendlich eine sehr anstrengende Hetzjagd war, sag ich mal, um mit den Wörtern der Achtnacht zu reden. Es war eine krasse Hetznacht durch dieses Buch durchzukommen, was hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin tatsächlich noch am Überlegen, ob das Buch 4 oder 5 Sterne von mir bekommt, deswegen werde ich mich einfach jetzt mal bei 4,5 einpendeln. Für meine schriftliche Rezension muss ich mich dann am Ende noch entscheiden, weil ich habe ja keine 0,5 Sterne. Aber für euch in dieser Videorezension sage ich jetzt mal, es sind 4,5 Sterne, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann. Was mir sehr, sehr gut an Sebastian Fitzek gefällt, ist, dass er diese menschliche Psyche so auseinander nimmt. Und das ist natürlich hier in Achtnacht auch der Fall. Es geht hauptsächlich um die menschliche Psyche und da ist es einfach ein eiskaltes Experiment. Wie weit geht der Mensch, wenn er jemanden nennen dürfte, den er töten möchte? Überlegt jetzt mal so ganz spontan, habt ihr jemanden, den ihr nennen würdet. Wenn ihr jetzt gesagt bekommt, von wegen eine Nacht lang ist derjenige, den ihr benennt, vogelfrei. Ihr dürftet ihn töten, ohne dass ihr dafür vor Gesetz bestraft werdet oder dass ihr sogar Geld dafür bekommt. Hättet ihr einen Namen, den ihr in diesen Topf werfen würdet? Mir spontan fällt tatsächlich gerade keiner ein. Ich bin aber auch einfach kein zorniger Mensch, sag ich mal. Ich bin, wenn mir jemand krumm kommt, habe ich das relativ schnell wieder vergessen. Nicht unbedingt verziehen, aber vergessen. Und deswegen fällt mir tatsächlich keiner ein. Aber überlegt jetzt mal, so als Experiment, habt ihr einen Namen, den ihr theoretisch nennen würdet? Oder wenn ihr mal super sauer gerade auf jemanden seid, sagt ihr dann nicht so spontan so Sachen wie, boah, ich bringe den um? Und mit diesen Gedanken wird in diesem Buch total gespielt. So wie reagieren Menschen, wenn ihnen diese Möglichkeit gegeben wird? Oder auch, wie reagieren die Menschen, wenn sie wirklich tatsächlich am Ende in der Todeslotterie gezogen werden? Und das ist ganz sicherlich kein Spaß, es ist garantiert kein Spaziergang für die Menschen in diesem Buch. Und es ist auf jeden Fall ein Thriller, dessen müsst ihr euch als Leser bewusst sein. Allerdings kann ich sagen, dass nicht unbedingt es ein blutiger Thriller ist. Ich bin gefragt worden, ob es nicht zu blutig wäre und vielleicht zu grausam. Es ist tatsächlich kein Honigschlecken. Aber das Blut an sich hält sich in Grenzen. Es wird tatsächlich gesagt, ja, so hier, blablabla, da ist mal Blut. Weil, ja, wenn du mit dem Kopf gegen die Wand rennst, so ungefähr, dann blutet das vielleicht auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass wirklich man bildlich gesehen im Blut badet. Also es ist jetzt nicht so, dass auf jeder Seite Blut vorkommt und letztendlich geht es vielmehr einfach um die Psyche einfach. Und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich selbst bin nämlich auch tatsächlich kein Mensch, der so blutig und Horror und totale Gewalt mag. Da kann ich ehrlich gesagt nicht viel von abgewinnen. Aber dieses Buch hat mir tatsächlich sehr, sehr gut zugesagt und ich freue mich darauf, zu weiteren Büchern von Sebastian Fitzek zu greifen. Auch wenn ich noch nicht weiß, welches das sein soll. Also wenn, vielleicht schreibt er ja spontan ein neues, ich wette, da sitzt er schon dran, dann wird es vielleicht das sein. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mir ein weiteres Buch von Sebastian Fitzek empfehlen könnt. Und schaut gerne auf meinem Blog vorbei oder hier in den Rezensionen, dann seht ihr, welche Bücher ich von Sebastian Fitzek bereits gelesen habe. Viele sind das tatsächlich nicht.
letztendlich sind mit diesem tollen Schreibstil und dieser super spannenden, fesselnden Geschichte die Seiten nur so dahin geflogen. Und das als 9. Buch in meinem Jahr, in meinem Lesejahr. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass ich ein bisschen damit jetzt meine Leseflaute überwunden habe. Das Problem ist nur, dass das Buch jetzt vorbei ist. Jetzt muss ich mich erstmal wieder entscheiden, welches Buch ich als nächstes lesen will und wo ich hoffe, dass meine Leseflaute nicht zurückkommt. Und trotzdem bedanke ich mich quasi dafür, dass dieses Buch mich in diesem Lesejahr begleiten konnte und frage mich, habt ihr das Buch schon gelesen? Wollt ihr es lesen? Und was habt ihr für Erwartungen? Was haltet ihr von dem Buch? Und schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ja, und damit stehe ich jetzt tatsächlich die Frage an, was ich als nächstes lese und ich habe einfach noch keine Ahnung. Und ich habe das Gefühl, ich habe zu diesem Buch noch nicht genug würdigend etwas gesagt. Es ist ein Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat, das mir zwischendurch den Atem geraubt hat, weil einfach menschliche Psyche und ihre Abgründe, das ist schon eine krasse Sache, wenn man da sich so genauer reindenkt. Aber ich kann ehrlich gesagt gerade nicht mehr viel dazu sagen. Ich sage euch 4,5, ich weiß nicht, wie ich es zeigen soll, 4,5 Sterne hat es von mir gekriegt oder eben Pfötchen. Und hat mir sehr, sehr, sehr zugesagt. Ich habe sehr gerne gelesen und bin mittlerweile ein absoluter Sebastian Fitzek-Fan. Er ist tatsächlich mit einer der wenigen Autoren, wo ich auch wirklich bis nach der Danksagung dabei bleibe. Normalerweise klappe ich schon vor der Danksagung zu. Und bei ihm habe ich die Danksagung bisher jedes Mal gelesen. Und ich mag es total, seine Danksagung zu lesen. Da ist immer so viel Mensch drin und so viel Herz und so viel von ihm persönlich einfach, dass man wirklich das Gefühl hat, man kann ihm so ein Stück näher kommen und ihn verstehen in seiner Meinung und ich mag seine Art. Er ist ein humorvoller Mensch. Ja, doch. Und damit sage ich jetzt aber auch dann schon vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne nochmal hier bei meinen Videos mit vorbei. Ich weiß gerade nicht, auf welcher Seite sie sind, wo ihr weitere Rezensionen von Sebastian Fitzeks Büchern finden könntet auf meinem Kanal. Und gerne unten in der Infobox vorbeischauen. Da habe ich nämlich die Rezension zu meinem Blog verlinkt. Und ja, dann sehen wir uns in einem nächsten Video oder in den Kommentaren. Bye, bye!